Ich darf mich bedanken für 23 tolle Jahre. Es war eine tolle Zeit. Ich habe viele nette Menschen kennengelernt und fraktionsübergreifend. Viele werde ich vermissen, sogar Claudia Roth. Irgendwie. Was heißt denn hier sogar? Und, was heißt denn hier sogar? Ich hab, wir während treffen der uns Rede, auf dem Platz wieder. Während der Rede habe ich überlegt, ob es mal eine Situation gab, wo wir zwei politisch einer Meinung waren. Ich kann mich im Moment nicht daran erinnern. Aber menschlich ist Claudia Roth eine Granate und sie ist kompetent. Sie hat Ahnung vom Fußball. Und da spielt sie in einer Liga mit Dirk Fischer, Franz Josef Jung und anderen. Und wir nehmen uns eigentlich seit 20 Jahren vor, mal ein Spiel Köln gegen Augsburg zu besuchen. Vielleicht schaffen wir das und am Ende nach dem Schlusspfiff tröste ich auch die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages über das vermutete Ergebnis hinweg. Ich sage das fraktionsübergreifend. Tolle Menschen kennengelernt. Ich weiß jetzt nicht, Burkhard, ob ich deine Karriere ruiniere, wenn ich sage, es war ein Vergnügen, mit dir zusammenzuarbeiten. Und euch allen wünsche ich für die Zeit, die kommt, bei aller Härte der Auseinandersetzungen im Wahlkampf, geht immer ordentlich miteinander um. Danke. Wolfgang Bosbach, am Ende brach ihm ein wenig die Stimme. Seine Abschiedsrede hier, er hört auf, er wird nicht wieder antreten in der nächsten Legislaturperiode. Ein profilierter Innenpolitiker hier im Haus und ein bekannter Gast in Talkshows und am Radio.